Hallo ihr Lieben, es ist der letzte Montag im Monat und das heißt, es ist Zeit für das nächste Monatskit. Im November wird sich alles um das Thema Einhörner drehen und ich zeige euch jetzt, was euch in dem Kit erwartet und was ihr daraus machen könnt. Viel Spaß dabei! Das kleine Kit ist wieder für 5 Karten ausgelegt und hält 5 Doppelkarten in DIN A6 mit den dazu passenden Umschlägen. Farblich ist hier nur ein Beispiel zu sehen, alle 10 möglichen Farben seht ihr beim großen Kit später. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig. Hinzu kommt der 6x6-Inch große Block Party Patterns von My Favorite Things, das Stempelset Winter Unicorn von L'Enfant, pinke, selbstklebende Schmucksteine sowie ein extrem spannendes Stempelkissen in Neon Pink. Das große Kit ist für 10 Karten ausgelegt, alle 10 Karten sind dabei in unterschiedlichen Farben gehalten und natürlich gibt es auch die passenden Umschläge dazu. Die weiteren Materialien des kleinen Kits sind natürlich auch im großen Kit enthalten. Hinzu kommt dann noch der große Einhornstempel aus der Woodware Collection von Creative Expressions. Dazu gibt es das Schmucksteinrad in pastelligen Tönen, die Mini-Standschablone mit Einhorn und Sternchen von X-Cut, ein Embossing-Folder mit Wolken und die Wolken werden dann auch nochmal bei der Schablone von My Favorite Things aufgegriffen. Als letztes findet ihr dann im großen Kit noch das Embossing-Pulver Unicorn Magic von Wow. Und nun zeige ich euch einige Inspirationen von meinem Designteam und unserer Gastdesignerin, was ihr aus dem Kit machen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ginger von Wiesenbrecht, die eindrucksvolle Bilder als Gastdesignerin gemacht hat, und natürlich an Heike und Elke von meinem Designteam. Die beiden Kits findet ihr natürlich wie gewohnt bei uns im Shop und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ginger von Wiesenbrecht, unserer Gastdesignerin, sowie natürlich unserem festen Designteam bedanken, die uns hier mit Bildern versorgt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln.